Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe. Boah, und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Schön. Ja, Raft. Wir haben eine Insel gefunden anscheinend, bevor wir angefangen haben. Ja. Ja. Ja, beziehungsweise ich habe den Anker abgeworfen, weil ich gerade diese Insel gesehen habe, aber ich wollte da jetzt nicht dran vorbei. Ja. Vorbei schippern. Sagt man das so? Wollte ich. Ich bin schon wieder voll, Mann. Ja, voll. Haben wir die Ananas und all so was da rein. Ich habe meine Samen schon reingetan. Und ich habe auch meine Pflanzen schon gewässert. So, durch kann ich reden. Ja. Einfach mal trinken. Haben wir noch irgendwo Samen? Na, sollen wir mal schlafen gehen? Direkt. Ja. Warte, Mangosamen, die kann man nicht da einpflanzen, oder? Mangosamen, ne, ich glaube, dafür brauchen wir die große Fläche. Na, wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Ja. Wo ist mein Bett? Ich hab dir eine Hängematte angeboten. Und dass ich dir eine mache. Du hast es abgelehnt. Brauche ich doch noch nicht, Mann. Warum soll ich mich denn hier holen? So. Gut, hier haben wir noch ein ganz leeres Lager. Da werden wir doch bestimmt ein paar Sachen reinpacken können. Aber sicher doch. Okay. Ich habe so viele Bretter und so viele Federn, ey. Wir haben noch so viel Ton und Stein. Das ganze Zeug, das hier, was ist das eigentlich? Ton, kann man da nicht auch schmelzen? Das ist eine gute Frage. Ich war irgendwo ein Vogel. Ich habe das Ding gerade eingepflanzt, du Stück. Du Stück. Ja. So. Ja, Stein. Hast du was dagegen, wenn ich diese kleinen Wasserspender hier mal abreiße? Weil ich glaube, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und ich tue die ganze Zeit reflexmäßig da Planken reinpacken. Ja, kannst du ruhig machen. Weil wir haben ja schon hier den besseren. Der braucht ja nichts hier an Planken. Ja, ich weiß. Ich tue die irgendwo in der Truhe rein. Ja, tu das. So, dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz, ne? Die Grille, die kann ich auch noch lassen, die kleinen. Boah. Was war das? Das war ein Hai, der mich gerade angeknuspert hat. Was ist denn da am Liegen? Hat er den Ton einfach da? So. Ich hatte einen merkwürdigen Traum, dass wir Raft gespielt haben, ehrlich gesagt, heute. Du hattest einen merkwürdigen Traum, dass du Raft gespielt hast? Ja, ich hab geträumt, wie wir Raft gespielt haben. Das war kurz bevor ich aufgewacht bin. Ich bin irgendwie weit nicht aufgewacht, dann habe ich mich irgendwie noch eine Stunde lang schlafen gelegt und so. Und ich glaube, in dem Moment habe ich den Traum gehabt, weil ich kann mich noch ganz genau erinnern. Und das ist, wenn ich sagen darf, das ist weird. Jetzt, ja. I'm not gonna lie. Der Traum war irgendwie, keine Ahnung. Wir haben irgendwie eine neue Insel gefunden und wir, die Insel war eine riesige Schrotthalde. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie waren Schrottberge und so. Und okay. Ich habe den Anker gelichtet, du warst schon auf der Insel drauf. Ich bin dann später auch auf die Insel drauf gegangen. Und als wir die Insel betreten haben, haben wir irgendwie eine Stimme im Kopf gehört, die gesagt hat, du sollst nicht hierher kommen. Jerry wird es nicht mögen, wenn du diese Insel betrittst. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, wer ist Jerry? Wollte ich gerade fragen. Wer zum Geier ist Jerry? Das war merkwürdig. Das ist nicht nur merkwürdig, das ist fucked up. Aber trotzdem, es ist wirklich funny, I'm not gonna lie. Ja. So. Also wirklich viel ist auf der Insel hier nicht, ist glaube ich nur ein Baum. Ja, hast du unter Wasser auch schon geguckt? Ich habe auch schon ein bisschen Seetang eingesammelt und auch ein bisschen Sand und ein paar Steine und ein bisschen Schrott. Oh, sehr gut. Na gut, okay, ich habe mich geirrt, hier gibt es zwei Bäume, also eigentlich einen für jeden, falls du noch eine Axt hast. Hast du noch eine? Ich habe noch eine, ja. Na gut, dann nehme ich hier den entfernteren Baum. Ich habe den Tipp bekommen, wir sollen doch mal hier einen Kochtisch machen.
Da hast du es zufällig in dem einen Kommentar gelesen. Genau. Bei einem letzteren Raft-Part, den habe ich tatsächlich auch gelesen. Warte mal, das Entsafter und Topf sind da zwei verschiedene. Kombiniert Grundnahrungsmittel zu fantastischen Getränken, verarbeitet Basisnahrung zu erstaunlichen. Das sind zwei verschiedene Sachen, ne? Ja, ich glaube da, dass wir diesen Topf machen müssen. Ja. Weil da können wir irgendwie so eine Suppe machen. So eine Rüben- und Kartoffelsuppe machen anscheinend. Ja, mit den beiden Rezepten, die ich ja vorher ja schon gefunden habe. Ja, da brauche ich etwas von diesem Glibber, den bin ich schon die ganze Zeit am Schmelzen. Ja. Seetang habe ich tatsächlich auch noch ein paar mal gefunden. Ja, Planken platzieren, mache ich mal eben. Ich habe nämlich genug, mehr als genug. Ich brauche einen Bolzen, zwei Metallbahnen, außerdem brauche ich jetzt was zu essen. Essen habe ich gerade nicht zur Hand, habe ich noch Kokosnuss? Ich gehe jetzt zu uns. Ah, hier, ich könnte dir was machen. Warte, ich nehme. Warte, Moment. Da ist was zu essen. Piu! War sehr gut. Und den Steinfall nehme ich wieder mit. Und jetzt wird der Vogel gerupft. Und da wird der Vogel gerupft. So. Ruft also, und schon habe ich mehr Hähnchenschenkel. Ach, ich liebe es einfach auf Tiere zu schießen. So, hat euch zwei anderen Namen. Hier, dein Glibber ist fertig. Ja. Ich mach für dich mal was zu essen. Verdammt, ich hab schon. So. Die Kartoffeln Letzten sollten wir uns mal versuchen hier aufzusparen. Ich habe die vielleicht ein bisschen zu oft gefuttert die ganze Zeit, deswegen haben wir jetzt keine mehr. wir werden auf jeden Fall noch welche finden. Sobald wir eine Kartoffel wieder haben, haben, dann pflanzen wir die wieder. Ja, eine habe ich ja eingepflanzt. Dein Glibber ist fertig. Dann kann ich nämlich da direkt neuen Seetang reintun. Hast du genommen? Ja, gut. Nee, ich hab noch 4-5 Stück. Ich hab auch noch 4-4 Seetang. Ich habe auch noch vor, tatsächlich noch ein bisschen mehr zu holen, falls ich noch was finde. So, sind wir fertig auf der Insel oder ist da noch was? Ah ne, der Baum ist da noch, ne? Der Baum ist da noch. Ich habe dir einen Baum da gelassen. Ich habe zwei Bäume gefällt und habe dabei noch ein paar Mangosamen bekommen. Komm, ich wollte dir auch noch was da lassen, damit du auch noch ein bisschen Spaß haben kannst. Ja, ich bin die ganze Zeit voll, deswegen. Ach so. Ich versuche immer noch so ein bisschen Seetang einzusammeln. Ja. Denn ich finde hier gerade tatsächlich sehr viel mehr Seetang, als mir das lieb ist. Oh, so gut, da brauchen wir ja mal. Hi. Gehst du weg? Ja, ich wusste, du kommst. Ja. Nein, der hat mein Speer kaputt gemacht. Verdammt. Okay, Planke. Ein Schiff fest, ich brauche irgendwann mal wirklich so eine. What? Was ist das? Oh mein Gott, da unten war eine Kiste. Au. Okay, der Baum kann schon abgeholzt werden, sehr gut. Brauche ich auch gerade. So. Ja, mein Holzspeer. Ich habe gerade unter Wasser eine Kiste gefunden. Ausgezeichnet. Hier ist übrigens noch ein Baum. Wo sind du gerade? Bist du auf dem Floß? Du bist auf dem Floß. Na. Ne. Oh, Gott sei Dank, ich brauche das Ding nicht gießen. Ist gerade am Regnen. Ja. So, der Hai. Ich kümmere mich die ganze Zeit mit Seetang hier. Ja, gut, okay. Lass mich auch mal eben was essen. Ich arbeite gerade auf den. Ja, ich bin fast voll. Ich arbeite gerade auf den Kochtisch hier irgendwie zu. Mhm. Den Kochtopf. Ich brauche einen Bolzen. Wo kriegt man Bolzen mehr? Die muss man irgendwas herstellen, ne? Mit Metall. Du brauchst dafür einen Metallbarren. Haben wir noch Metallerz? Ja, ne? Wir haben auch noch Metallbarren tatsächlich. Wir haben noch ein paar da. Aber eigentlich würde ich die am liebsten aufsparen. Aber wenn wir den brauchen, um den Kochtopf zu machen, dann soll es mir recht sein. Dann nehme ich ihn ruhig. Wir bauen zwei. Einmal brauche ich einen für den Bolzen. Dann brauche ich einmal. Wir haben noch drei Metallerz da drinne. Wird ja wohl reichen, oder? Ich weiß nicht. Ich brauche insgesamt drei Metallbahnen. Ich brauche zwei Metallbahnen. Ich brauche einen Bolzen, welchen du mit einem Metallbahn kriegst. Also ich brauche insgesamt drei Stück. Okay. Ich tue die mal schmelzen. Und tu das. Da, boom, einer. Da.
Na, hier. Ah, ach so, oh, hier ist noch. So, dann gehe ich mal Ding abholzen. Habe ich Platz? Nö, egal. Ich tue mal in die Kiste mal das rein, was ich jetzt gerade gar nicht brauche. Ich brauche nicht die Palmblätter und die Federn brauche ich auch gerade nicht. Ja, Planke. Kokosnuss. Steine brauche ich auch nicht. Nicht selber brauche ich auch gerade nicht. Zwei Ananasse. Zweimal Ananas. Dreimal Ananas. Oh. Da ist auch schon Flasche. Ich brauche unbedingt wieder eine Flasche. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Ich brauche noch einmal einen Glibber. Ich habe einen Glibber, ich habe 6 Stück. Warte. Ich bin schon ja voll, Mann. Oh. Ich habe schon Ananas, Melonen und so alles gefunden. Ich versuche so auch irgendwann noch ein bisschen Metallerz abzubauen, damit ich neue Metallbarren machen kann und dann daraus Scharniere machen kann, damit ich noch ein großes Lager bauen kann. Ja. Lager haben wir noch genug, ey. Also, hör mal, größere Kisten bedeuten mehr Lagerplatz und größere Kisten sparen Platz und dann für den Glibber. Kann ich mir daraus jetzt nämlich erstmal eine Flasche machen. So, dann kann ich nämlich auch jetzt irgendwie mal so langsam, aber sicher diese... So, warte mal, wenn ich das richtig sehe... Ja, sehr Sauerstoffflasche. Ich brauche jetzt ich brauche noch mehr von dem Glibber und noch einmal Kunststoff und 4 Seile. Dann könnte ich mir nämlich daraus eine Sauerstoffflasche machen und dann tiefer gehen tatsächlich. Ich habe schon wieder keinen Platz. Mein Gott. Warum habe ich denn keinen Platz hier? So, so viele Ananas, Kokosnüsse, Mango. Ja, die da, Palmsamen, Mangosamen. Passt auf eine große Anbaufläche. Ja, da wo der Baum ist, ne? Ja. Na, warte mal, ich kann direkt einen Mangobaum pflanzen. Das ist kein Problem. So, die Kartoffeln tue ich wieder direkt. Ach so, da ist schon was drauf. Ja, ich habe da gar nichts drauf gepackt. Guck mal da. Warte, wo? Oh. Da ist ein Vogel im Nest. Oh, liegt da ein iPhone? Weiß nicht, soll ich drauf schießen? Pass auf. Und Boom, Headshot. Oh, ich glaube, wir müssen die irgendwie Eier legen lassen oder so. Sonst. No. Na gut, okay. Wenn da einer sitzt, werde ich nicht direkt drauf schießen, okay? Ja. Aber ich hatte gerade. Der Metallbahn ist fertig. Okay, an den nächsten rein. So. Planken sind auch noch da. Wo ist denn der Reiniger? Ich finde den nie! Wo die Pflanzen sind, glaube ich. Ja. So, haben wir alles fertig? Nee, immer noch nicht, ne? Ich gehe noch mal auf die Insel. Da war noch Ananas, glaube ich, und so. Weiß nicht, ob da unten Arbeit ist. Was ist das hier? Dann Steine, ne? Steine brauchen wir nicht, glaube ich. Weiß nicht, warum ich den aufgenommen habe. Muss jetzt mal was trinken. Okay. So. Ist gerade irgendwas eingeschüttet? Ich habe das hier auf der Insel gehört. Ich habe gerade was ausgeschüttet. Also, warum habe ich das denn hier auf der Insel noch? Wo soll ich denn das wissen? Ich habe unglaublich gute Ohren. Vielleicht hast du gute Ohren. So, ich glaube, wir sind hier fertig auf der Insel. Außer unter Wasser ist noch irgendwas. Ich habe halt nur halt so ein bisschen Seetang eingesammelt. Kein Metallerz oder so. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ja. Ach ja, genau, stimmt. Oh mein Gott, das wollte ich doch machen. Was ist das hier? Das Stein. Erstmal nehme ich die Tasse, dann mache ich die Tasse voll und dann gieße ich erstmal den Baum. Ich sehe nichts. Oh. Ja, ich sehe schon wieder nichts und ich kriege langsam wieder Kohldampf. Okay, ich glaube, wir können den so voll lassen. Ich sehe nur noch Steine am Boden. Außerdem sehe ich nichts, weil es dunkel ist. Warte nur eben, bis ich was zu essen gemacht habe. Heute gibt's Chicken.
auch wenn es heute bei mir Tortellini gab. Mhm. Ja. Ja. Wo ist er bloß? Ich sehe es nicht. Und da war der Nero verschollen. Da ist es. Weil er das. Oh, er fand das Floß nicht mehr. Was ist das Metallerz? Was ist das denn? Leuchtet so schön. Kupfer. Der nee, Kupfer ist auch nicht schlecht, das könnten ja. Wir auch gebrauchen. Ja, aber ich will mehr Metallerz. Ich erst, weiß. Erstmal Seetang. Hähnchen. Das ist ein Hai. Ich habe schon lange nicht mehr angegriffen hier. Hey. Hier sind ganz viele Kokosnüsse. Kupfer. Diese Wurm. Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Okay, ich glaube, wir können ja weg. Wo bist du? Da. Auf zu neuen Ufern. Ja, setz die Segel! So. Auf geht's. Aber erstmal schlafen. Und ich glaube, ich sollte mal wieder anfangen zu angeln, damit ich wieder ein paar Fische habe. Okay. Oh. Aber das ist jetzt mein Ziel für heute, dass ich erstmal wieder richtig, richtig viele Fische fange. Oh. Ja. Wir setzen die Segel zu neuen Ufern. Ja. Mein Gott, warum ist die Ding schon fertig? Also ich bin schon wieder voll. Alter. Ich habe einen Schuh gefangen. So. Ah! Sehr gut. Was ist das? Was ist los? Da hat gerade ein Stück vom Floß gefehlt. Ah, sehr gut. So, Planken, Kunststoff, genau bei euch. Oh, da hinten sind voll viele Sachen, sehe ich gerade. Hm? Ja. Die auf uns zukommen. Ich brauche Kunststoff. Ja, Kunststoff brauche ich auch. Ah. Oh. Hat's gerade auch so ein bisschen geruckelt. Ja. Komm her, du Stück. Komm her, du Planke. Ich schick dich über die Planke. Ach scheiße, mein Haken reicht nicht. Oh mein Gott, sieh sich das einer an. Oh. Meins. Na! Ah. Ich hab was weggeworfen. Ich weiß ja, wir sind nicht, weil wir die ganze Zeit voll sind. Ey. Ja, muss irgendwas loswerden. Mein Gott, ey. Ich glaube, ich müsste gleich genug haben für die Kochstation. Oh, das klingt super. So. Und da liegt ein Dekorationspaket und das kann ich nicht aufnehmen. Warte mal, ich platziere mal den. Ich platziere mal noch einen Schuh, ne? Ja, mach das. Wo sind denn unsere anderen Schuhe? Ah, da kommt der Hai. Hai. Du Miststück. Komm her. Du Miststück. Verpiss dich. So, oh. Fässchen da hinten. Warte mal, ich stell mal hier den Schuh hin. Map. Na, du kommst mal so, nicht. Oh, rüber. Oh, einpflanzen direkt. Ich hab eine Ablage bekommen. Nice. So, und jetzt werfe ich den Stein weg. Nein, nicht trinken, einfüllen. Nein, Wässer, mein Gott. Steuerung. Bewässern. Steuerung. Reden. Na, ne? Ich schmeiß jetzt mal eben die Palmblätter hier weg. Weg und die Federn, ich brauche sie nicht. So. Weg. Dann packe ich mal die Rübe hier in den Schuh rein. Ich sehe eine Insel. Oh, Dekorationspaket, das tue ich mal aktivieren. Stuhl. Ich habe eine Ablage bekommen. Und du hast wenigstens was zum Sitzen. Ja. Boah, jetzt kann ich. Boah. Nimmst du das hier? Dann futter ich eben die ganze Melone weg. Um Platz zu machen. So. Und boom. Ich hab einen Lachs gefangen. Yes. Mein Gott, ist das Ding massiv. Mal unser Kochzeugs irgendwo hinpacken. Ich habe eine Kartoffel gefunden. Hm. Aber ich habe keinen Platz. Ach, der Topf. Nein, ist eine Kiste. Schnapp dir die. Ja.
Ich weiß nicht, wohin mit dem Topf, der ist so riesig. Nein, ich habe so viel weggeworfen, weil ich keinen Platz habe. Oh mein Gott, jetzt bin ich im Wasser. So, ich habe einen Topf platziert. Weißt du, was ich jetzt platziere? What? Das ist kein Platz! Warte, wo ist mein Schuh? Wo ist mein Schuh? Da ist mein Schuh. Du hast den Schuh schon gefüllt. Jetzt hab ich gerade eine Kartoffel gefunden. Ich wollte gerade die Kartoffel pflanzen. Ich hab die Kartoffel gepflanzt! Yes! Wir haben noch genug Schuhe. So, und Kartoffeln tue ich auch schon die ganze Zeit reinfüllen. Das ist ja gut. Ich habe jetzt auch gerade eine Kartoffel eingefüllt. So. Warte mal, ich brauche auf jeden Fall. Erstmal tue ich mir hier mal ein paar Planken rein. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, ich habe über 60 Planken. Die Haiköpfe tue ich da jetzt auch mal rein. Den Schrott auch. Auch, da kommen die Seile hin, die Palmblätter. Musik. Was ist das da hinten? Das heißt Kunststoff, ne? Ja. Ja. Oh Gott, die Taste behalte ich erstmal noch. Ja, nur noch für Kleine. So, wie benutzt man jetzt den Topf? Achso, hast du den Topf fertig? Wo steht denn der Topf? Ja. Für ein dicke Teil. Erstmal müssen wir da einen Planken reintun. Achso. Okay. Das gibt mir ja gar nichts. So, ich brauche mal was zu essen, was Anständiges. Die ganze Zeit Platz mit den Problem mit dem Platz, meine ich. Ja, wir brauchen mehr Lager. Ja. Und ich brauche mehr Fische. Ja, eine Kiste ist ja noch voll leer. Hier neben den. Aber hier ist mittlerweile auch schon mehr reingetan. Ja. Weil ich ja einfach keinen Platz habe. Deswegen sage ich ja, dass wir große Lager machen müssen. Ich meine, okay, schade um die Metallbahn, weil dafür brauchen wir Scharniere, aber trotzdem. Eine rohe Makrele. Eine Makrele. Ich tue schon alles hier irgendwie sortieren ein bisschen. Kupfer kann man da reintun. Ha, gehst du mal an, du blödes Ding. Ich warte hier schon die ganze Zeit. So, was haben wir noch? Den Kochtisch könnten wir auch noch versuchen. Nein, du blöder Hai. Finger weg. Hat er es getan? Warte mal. Ja, ich habe schon. Der Baum kann gefällt werden. Ja, warte mal. Ich lass mal den Anker runter. Okay. Ach, du musst extra den Mangosamen da platzieren. Ah. Ja, das deswegen. So, deine Rübe ist noch nicht gewässert, sehe ich gerade. Ja. Eingepflanzt hast. Wenn was eine Rübe? Nee, das war eine Kartoffel gewesen. Nee, wenn du sie bitte mal eben wässern könntest, das wäre wirklich reizend von dir. Aber so. Der Hai, er hat mich gesehen, er hat mich im Visier gehabt, aber. Ich sehe jetzt. So, jetzt würde ich mal gerne wissen, wie man mit dem Topf hier macht. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss aber erst mal was trinken. Wo haben wir die? Die Anleitung. Die Rezepte. Hier. Rezeptgemüsesuppe. Muss man halt irgendwie hier an dem Ding benutzen? Ich weiß es nicht. 4-mal Kartoffel, 4-mal Rübe. Oh, die können wir da. Ah, okay, cool. Die können wir da dranhängen an das Ding. Ah. Das ist ja super. Damit wir hier irgendwie so. Ah, und dann können wir da hier eine rohe Kartoffel platzieren. Jetzt wollen wir nur noch Rüben.
Ja, ich nehme die Kartoffeln erstmal wieder mit. Ja. Dann hängen da mal direkt alle Rezepte ran, die wir haben. Ja, ja. Ich brauche aber zu essen. Ich bin kurz am Verhungern. Oh ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Warte mal. Ich bereite mal was Großes zu. Ja. Ich habe jetzt eine rohe Kartoffel gegessen, aber ich würde mir ehrlich gesagt auch sparen. Ja, ich gebraten, ne? So. Also Obst, so. Gemüse, Melonen, Ananas, von denen haben wir genug. Ey, wir haben das ganze Ding ja voll. Ja, ich weiß, wir brauchen mehr Fische. So, Fische hat. und dieser Lachs hier, das ist meine Krönung. Das ist der Fisch, den ich gefangen habe. Ja. Aber dieser Fisch, der wird mir gehören. Den habe ich mich an Land gezogen und gesagt, den werde ich braten und den werde ich machen. Ich mein, sieh ihn dir an. Ist der nicht schön anzusehen? Ist der nicht traumhaft schön? Ja, ich tue mal die Rezepte da dran. Was haben wir denn hier alles? Wir haben zweimal Gemüsesuppe. Oh, da kann ich die eine ja wegwerfen. Ja. So, da haben wir... Ja, kannst dann ruhig in den Mülleimer schmeißen. Ja, das ist genau die gleiche, ne? Topf Gemüsesuppe, ja. In den Müll, in den Müll, in den Müll, in den Müll. So, da können wir auch immer sehen, was wir dafür brauchen. Ich habe schon gefragt, wie das funktioniert. Na, jetzt wissen wir es ja. Ich denke mal, das nächste Mal, was wir machen sollten, ist, glaube ich, einen Saft dazu machen. Die kann man uns, glaube ich, Smoothies machen. Ja, Rezept haben wir dafür. Den kann man hier machen, glaube ich, oder? Wirklich? Weiß ich nicht. Ich konnte das Rezept hier dran hängen, also. Aber ich glaube, wir brauchen dafür halt einen Safter und wir haben keinen Safter. Bis jetzt noch nicht. So, ich mach jetzt erstmal den Lachs rum. Ich probiere mal. Was brauchen wir dafür? Ananas, Mango. Oh Mann. Ich bin auf Hunger. Ananas, Mango. Funktioniert dort. Zwei Kokosnüsse. Eine Ananas, eine Mango. Beginne mit dem Kochen. Funktioniert das? Oder nicht? Ist am Brodeln. Nein, ich kann es gerade nicht sehen. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Oh, warte mal, brauchen wir diese Töpfe, ne? Gott, wollen wir die in den gepackt? Scheiße. Hier. Nummer 4 raus. Und das funktioniert. Benötigt Tonschale. Ja, Tonschalen! Tonschalen habe ich sogar. Ich habe etwas bekommen, das heißt, diese Mahlzeit ist nicht so ganz gelungen. Okay, alles klar. Mal gucken, wie sie also schmeckt. Tonschalen habe ich. Ja, ich auch. Da muss ich ja auch noch mal extra herstellen. Oh. So, ich habe schon mal. Okay, das Rezept ist nicht gelungen, weil das halt, ja. Weil du kaputt gemacht hast. Naja, du brauchst ja den Saft dafür, nehme ich an, wie du gesagt hast. Ja, denke ich auch. Ich mach mal, Aber ich muss das ja mal probieren. So. Hast du hier angehalten an der Insel? Ja, ich habe den Anker abgeworfen für die Insel. Ich war noch nicht auf der Insel. Ein bisschen näher. Da ich auch mal wieder so gut wie gar keinen Platz habe. Ja, ich brauche erstmal zu essen, sonst kann ich hier rennen und so. So, Erden, rohe Kartoffel. Weiter mit. In die Rüben fertig, jawohl. Ich würde die lieber da reinpacken, aber. Ich tue mir erstmal meine Kartoffeln, die ich habe, da rein. Was heißt das? Und außerdem. Nicht. Da hier, wenn du hungrig bist, dann nimm dir doch hier ein paar Wassermelonen raus. Ja, die bringen mir aber nicht so viel. Oh, was Herzhaftes. Was Herzhaftes? Na gut, okay, ich kann dir was machen. Ist aber halt nur was Kleines. Warte, Moment. Ich höre einen Vogel. So. Peng. Der Bagger ist auch schon voll, Mann. Oh. Ja. Nero, ich kann dir was richtig Herzhaftes machen. Mach das bitte.
So. Oh. So. So, ich mach da hier. Ich hab was auf dem Grill geschmissen. Wenn's fertig ist, bedien dich. Dankeschön. Sehr schön. Ich lasse dich doch nicht einfach so sterben. Wie in Cuphead. Ich lasse dich einfach so sterben. Ja. Oh mein Gott. Ich hab so einen kleinen Mini-Fisch in der Hand. Das ist so fucking niedlich. Ich angel noch ein bisschen, bis die Angel kaputt geht, weil diese verbesserte Angel, die ich gerade habe, die geht so langsam, aber sicher kaputt. So wie ich gleich, wenn ich am Verhungern bin. Oh! Ich habe eine Makrele gefangen und was ist passiert? Die Angel ist kaputt. Ja, so heftig für die. So. Was auf dem Grill? Oh Gott sei Dank. Ja, nimm es, bedien dich. Zebrasse. Ist ja winzig. Ich mache mir erstmal zwei Ananas. So, oh, jetzt bin ich fast wieder voll. Ja, warte mal einen Moment, ich kann auch noch ein paar Fische auf dem Grill legen. Hat er noch so viele Fische? Nee. Ja, weil ich auch gerade geangelt habe, du Schlumpf. So. Dann gehe ich mal auf die Insel. Wollen wir nicht erstmal schlafen? Damit wir besser sehen können? Oh, die Kartoffeln sind fertig. Das ist Viech. Was ist denn passiert? Hier, hat der Hai dich schon wieder angeknuspert? Ja. Ach, der Nero. Was mache ich denn nur mit dir? Oh, ich bin gleich schon wieder voll. Nein, Gott sei Dank. So, wir sollten mal, warte mal nochmal, eine Antenne haben wir schon, ne? Ich glaube, wir sollten mal den Empfänger hier machen. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Ich glaube, Antenne haben wir auch noch nicht. Wir haben noch keine gemacht. Doch, ich glaube, ich habe was platziert letztens. Ach doch, ja, da. Ich sehe die Antenne. Also müssen wir auf das andere Ding hier zuarbeiten. Glaube ich. Denke ich mal. So, genau. Warte mal hier unten. Irgendwas unter Wasser. Irgendwas Schönes zum Spielen und zum Naschen. Ja, war was Spannendes. Was zum Spielen? Hier und Schokolade. Ja. Oh, ja, mehr Seetang, sehr gut. Oh ja, sagen wir mal mehr Seetang ein. Oh, jetzt weil Seetang brauchen wir tatsächlich verflossen tatsächlich. Ja, hier ist eine Menge Seetang. Boah. Oh, sammle den Seetang ein, Bro. Bah, dummes Stück! Dummes Stück! Ist er daheim? Ja. Na gut, dann ist er nicht bei mir. So, ja, cool. Er hat gerade ein bisschen was von unserem Floß weggeknuspert. Ist das Eisenerz? Komm schon. Ah, Metallerz. Ja, Metallerz. Ist Metallerz? Yes, sir! So, drei Stück. Wo war ich jetzt? Ach ja, genau das wollte ich machen. Ich wollte mir eine Angel machen. Oh Gott. Aber jetzt will ich keine Palmblätter. So, damn. Oh, ich habe mehr als genug, okay. Ja, ich habe auch noch welche im Lager gehabt. Also ah, keine Sorge. Ich bin schon wieder voll und hier ist noch ein Baum. Nein. Hier sind zwei Bäume noch. Boah. Warum sind hier zwei Bäume noch? Aber ich bin gerade ins Wasser reingegangen, Mann. So. Boah. So, ich angle jetzt ein bisschen nach Fischen. Mach ich jetzt auch. So. So, was ist das? Kupfermann, ich hätte vielleicht erst ein Metallerz, egal. Der war noch eine rohe Makrele. Fluss kann auch schon abgeholzt werden. Wo ist denn dieser Empfänger? Ich glaube, da brauchen wir wieder so Leiterplatten, ne? Boah. Na, für die brauchen wir Kupferplatten, oh Gott sei Dank. So, wo ist das Ding? Ich glaube, das ist so. Was wäre. Wir brauchen ein Scharnier. Was brauche ich für Scharnier? Scharnier kannst du aus einem Metallbarren machen. Boah. So, warte mal, wo sind meine Metallbarren? Hatte ich keinen Platz? Na. Metallbahnen sind in der Kiste, ist neben dem Forschungstisch. Ja, aber ich hatte gerade welche eingesammelt. Boah, ich glaube, ich war voll und ich konnte die nicht einsammeln. Ah, muss ich gleich nochmal zurück. So, hier sind sie nicht. Hier sind sie zwei Metallbarren. Boah.
glaube, hier schwimmen gerade zwei Haie rum. Was? Oh, ich mache mir gerade tatsächlich ein bisschen Sorgen. Wo ist das Ding? Empfänger. Jetzt brauche ich noch zwei Leiterplatten. Und für die brauchen wir Kupferbahn. Oh Gott sei Dank. Bin ich gerade am Arbeiten dran. Sehr gut. Wenn ich die nur aufsammeln könnte. Ich glaube, ich habe sogar zwei. Jawohl. Boah. Damit. Also ein Stil steht fest, Hunger, an einem Hungertod werden wir jetzt nicht mehr sterben. So. Die ganzen Fische, die ich hier gerade einsammle, und vor allen Dingen auch immer die gleichen, weil ich sonst wahrscheinlich voll wäre. Ach nee, ich habe sogar noch einen Platz frei in meinem Inventar. So, habe ich nicht noch mehr gerade? So. Ach, wir haben ja noch zwei. Wir haben ja noch zwei Kupferbahnen. Boah, Leute. Ja. Was war das denn jetzt? Leiter. Wusch! Ich brauche zwei Kunststoff noch. Zwei Kunststoff? Ja. Das könnte ich dir sogar. Ich habe eine Kerzenflasche geangelt. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen Licht machen. Apropos Licht, die Sonne geht auf. So, ich kann ja nichts einsammeln, Mann. Und da ist meine Angel kaputt. Okay. Rohe Kartoffel, nehme ich mit. Ja, ich habe keinen Platz. Ja, ich habe sie gerade eingepflanzt. Warte mal, ich kümmere mich mal eben drum. Na, kannst du mir zwei Dinger geben? Zwei. Was brauche ich? Kunststoff? Kunststoff? Ja, sicher doch. Dann haben wir den Empfänger nämlich auch fertig. Cool. Hier. Da, bitteschön. Dankeschön. So. Jetzt kommst du. Platzierst den Empfänger, das Spiel ist zu Ende. Ah ja. So. Aber ich brauche nochmal 6 Kunststoff für den Empfänger. Ja, du hast gesagt. Warte. 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 6 und hier. So, dankeschön. So. Oh, jetzt komm schon. Zeige uns den Empfänger. So, mein Gott, ist das Ding wieder riesig. Wo ist die Antenne? Ich nehme an, ich muss die. Hier ist die Antenne direkt. Packen wir die. Oder nicht? So hin. So. Damn. Batterie benötigt. Ja, das ist doch immer irgendwie was noch hier am Fehlen. Irgendwas ist doch immer. Wo kriegen wir die Batterie? Wo finden wir die Batterie? Batterie? So. Ah, einfache Batterie. Dafür brauchen wir einen Kupferbarren, Schrott, dreimal Schrott, dreimal Schrott und 6 Kunststoff. Also Kunststoff habe ich genug, Schrott habe ich auch genug. Ich bräuchte nur einen Kupferbarren. Ich habe noch 4 Kupferbarren. Dann gib mir einen Kupferbarren, dann baue ich den Empfänger, baue ich die Batterie. Ja. Muss er reintun oder was, nehme ich an? Mal sehen. Batterie benötigt. Einfache Batterie platzieren. Einschalten. Erfordert mehr Höhe? Zugefügt. Erfordert mehr Höhe? Was? So. Anzahl erhöhen. Die Antenne? Warte mal, wir haben eine Notiz gerade bekommen, aber... Naja. Wo guckt man danach? Hier bei T. Das ist eine gute Frage. Gefundene Gegenstände, Radio Tower, erste Seite. Die Welt ist untergegangen, aber ihre. Ich sehe dich an einem trockenen Ort. Schon vor der. Höre alle Frequenzen des Funkgeräts. Es gibt nichts, was du nicht herstellen kannst, wenn du das richtige Treibgut hast. Ich glaube. Wo ist die Notiz, die wir bekommen haben? Muss die Antenne irgendwie umplatzieren? Ich weiß es nicht. Also hier steht, erfordert mehr Höhe. So, jetzt steht. Muss ich daneben irgendwie platzieren? Versuch's mal.
Muss ich da irgendwie was machen? Fordert mehr Höhe. Nummer wechseln. Oh, hier kannst du was machen. Das habe ich auch gerade schon gemacht, aber da ist nichts passiert. Wir sollten das Teil halt auch nicht wirklich die ganze Zeit anlassen, weil, wie man hier sehen kann, wir haben hier tatsächlich eine Batterieanzeige. Oh Mann. Was müssen wir da machen? Mit T, okay. Hier. Ja, so weit bin ich auch schon gekommen, aber. Soll man auf der Insel platzieren? Oder? Geht das überhaupt? Kann ich den überhaupt umblättern? Also. Ich kann gar nicht umblättern. Also ich nehme mal, wir müssen die Frequenz erhöhen. Ich nehme an, wir müssen die Antenne irgendwo höher platzieren. Ja, machen wir das. Und das ist ja jetzt gerade die große Frage, wie sollen wir das machen? Gehen wir dazu der Insel ein bisschen näher hin. Ups. Aua. Wir können doch gar nicht höher bauen, ne? Nein. Ich weiß, man kann irgendwann später höhere Ebenen und so bauen. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber... Das habe ich auch gesehen, nur aber, ich weiß nicht wie. Aber wir können das dann noch gar nicht, oder? Ich Tisch nicht. Müssen wir da auf den Tisch platzieren? Ich habe keine Ahnung. Ein Nagel. Ich für Nagel, Schrott, davon aber mehr als genug. Ich bin schon wieder fast am Hungern gleich. Dann mache ich mal einen Tisch. Ich werde mal was zu essen machen, damit wir nicht verhungern. Boah, der ist aber nicht so groß. Sonst werden. Was? Ich hätte gedacht, der wäre ein bisschen größer. Na, warte mal, erstmal werde ich meinen Seetang hier mal einschmelzen. Nein. Ich hätte gedacht, der Tisch wäre ein bisschen größer. Aber er war nicht größer. Ja, es ist ziemlich mickrig, ehrlich gesagt. Damn. Feuerholzständer. So, Fische sind auf dem Grill. Na hier. Essen ist noch nicht fertig, Kinder, also verpisst euch wieder. Da, und da ist der Hai. Ah, ich dachte, er wäre jetzt irgendwie... Super, mein Holzspiel ist kaputt und ich habe keinen Kunststoff mehr. Hast du noch Kunststoff? Nee, noch? Du hast mir Restliche gegeben. Verdammt. Das heißt, wir haben jetzt gerade keine Möglichkeit, dieses Loch zu reparieren. Oh mein Gott. Nein. Ich bin schon wieder am Verhungern. Dein Essen ist doch schon auf dem Grill. Also, hey, hör mir doch mal zu, du Schlumpf. Oh, von Kartoffeln sind auch gerade, habe ich auch gerade aus dem Schuh gezogen. Das hört sich so falsch an. Ja, die Kartoffeln, die sind doch schon im Schuh, Mann. Ja, die sind schon im Schuh, Mann. Mann, jetzt habe ich Durst. So, hast schon vorgemacht. Ich habe auch Hunger. Oder? Ja, und da ist mein Seetang. Und dann mal alles da. Danke. Wo ist der Grill? Der Grill. So, wo ist der Anker? Ich möchte mal lichten. Und dann nehme ich mal mein, Paddel. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber lass mal versuchen. Ich mach Mittagessen. Es gibt rohe Fische. Die gefüllt jeden Tag.
Nein, ich kann nicht außerhalb des Floß platzieren. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich das oben platzieren, da oben irgendwo. Aber ja. Es geht nicht. Nee. Verdammt. Verdammt. Und dann werde ich gleich noch mal eben auf Meeresreise gehen. Hin und dann noch mal versuchen, was zu finden. Nachdem ich mich jetzt gleich mit Fischen vorgefuttert habe. Wow, hat ja fast gar nichts gemacht. Hey, Ananas ist fertig. Kannst du ernten. Ich kann nicht halt aufpacken. Super, meine Axt. Meine Axt ist kaputt. Okay, ich habe einen Schrank platziert. Da kann man auch Zeugs reinpacken, sehe ich gerade. Den Schrank? Ja. Sehr gut. Wenigstens etwas. Hier, nimm die Muschel. Keine Ahnung. Ja, ich brauche eine neue Axt. Was brauche ich eigentlich nochmal für eine Steinaxt? Ich brauche Steine. Stein. Alter. Achso, das ist eine Muschel. Feuer. Stein. Der Tisch war nicht groß genug, warum nicht? Dieser Tisch ist nicht groß genug für uns beide. Na, ja, willst du auch mal so richtig harten Jungen machen? Ja. Ja, diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Wie soll man eine Höhe gewinnen hier? Oh mein Gott. Was? Ah. Wenn du den Hammer rechts gedrückt hast, dann hast du noch mehr Auswahl hier zum Bauen. What? Fundament, Holzboden, dreieckiger erhöhter Boden. What? Fundament Rüstung? Hey, was? Halb so groß wie eine Wand. Wow. Also in anderen Worten, das heißt, wir hätten uns schon längst eine Rüstung und eine Rüstung machen können. Rüstung? What? Warte, Moment mal. Du kannst ja schon Wände und so alles bauen, ey. Boah. Treppen. Was? Oh mein Gott. Und alles, was wir dafür brauchen, sind nur Planken. Du verarschst mich. Du kacking, du verfickter Drecksei. Fundament, tatsächlich. Fundamenten, Rüstung, Mann, Holzdach, Holzsäule, Holzwand, Dreiecke, Holzwand, Plankenzaun, Treppe, reparieren. Oh mein Gott. Okay, so viel dazu. Jetzt wollen wir nur noch eine Menge Holz, nehme ich an. Ja. Und ich habe keine Axt mehr. Planke, Stein, Seil, boah. Brauchst du Stein? Ich glaube, ich brauche mehr Planken. Brauchst du mehr Planken? Weißt du was? Hier! Ich habe die Planken fallen lassen. Da liegen Planken. Nimm Planke. Da. Okay, hey, und es regnet. Stein und Seil. Steine, wo sind die alle? Hier sind 20 Steine. Meine Seile, wo habe ich die jetzt alle hingepackt? Seil. So, 20 Seile, hier sind noch 14 Stück drin, ey. Brauch Seil. Und Angelrute. Okay. Ja, es wird wieder Zeit zu fischen. Ich will fischen! So, oh mein Gott. Ich nur noch.
Und die Stunde ist auch schon fast vorbei. Ja. Ist das nicht ein Ding? Wir kommen ja noch weiter, pass auf. Ja. So, Vogel! Vogel! Schieß ihn ab. Moment. Da, yes. Der wollte gerade bei mir wegfliegen. Das Schöne dabei ist, ich kriege auch immer den Pfeil wieder. Sehr gut. Geht der Bogen nicht kaputt? Ich mach Chicken und Fisch. Gut, ich hab auch Hunger. Wenn du keinen Fisch magst. Ich glaube, du lernst jetzt Fische auf eine andere Art und Weise zu lieben. Ja. Nehmen, so. Jeder kriegt einmal Chicken und ich krieg den Fisch. Ja, eine Axt brauche ich. Boom. So. Ich bin schon wieder voll. Das gibt's nicht. Doch. Weißt du, wo es das gibt? So, ich habe mich überall Rüben und so was hingepackt, ey. Rüben! Warum kann ich das gerade nicht voll machen? Ist das voll? Ich kann das gar nicht. Ich kann das nicht erkennen. Ja, auch nicht. So, alles gegossen. Ja. Essen ist fertig. Ja, ich komme gleich. Ich hocke hier den Baum ab. Oder ein Schlag hat gefehlt, ist klar. Mangosamen. Nein, da. Ich habe meinen Teil geleistet. Ah, okay. War gerade nur voll gewesen. So, wir haben so viele Melonen und also warte. So, machen wir das Teil. So. Mal Teil wieder voll. Essen ist fertig, habe ich gehört. Jawohl. Ja. Ich mache direkt neues Essen rein. Oh, no. So, dann gehe ich mal kurz. Pack die Bäume da ab. Ja. Und dann versuchen wir mal hier diese. Unser Fluss ein bisschen, weil nicht hier zu erweitern oder so. Ja, und wieder zu erweitern und. Aber wir brauchen wieder Kunststoff. Ich brauche wieder Kunststoff! Was für. Brauchst du immer noch Holz? Hab ich so gesehen. Für den Boden brauchen wir auch Kunststoff. Ja, ich will ja nicht erweitern. Ich will ja eine höhere Ebene bauen und so. Ah, so. Ich will mal eine Treppe oder irgendwie sowas bauen, damit wir mal einen zweiten Stock hier endlich haben. Glaube ich auch gut. Für die hier sind ja keine Bäume. Hast du die gerade abgeholzt? Ich kann schwer nicht. So, dann baue ich mal eine Treppe, wenn ich dafür genug Dinge habe. Treppe, dafür brauchen wir Nägel. Halbe Treppe, Leiter, halbe Leiter. Stabile Treppe. Ist egal, was für eine. So, Nägel, wo sind Nägel? Haben wir noch welche irgendwo? Glaube ich. Hm. Ja, oh ja, eine Menge haben wir davon. Wo kommt denn unser zweiter Stock hin? Weiß ich nicht. Ich will trotzdem erstmal versuchen, hier diese Ebene hier wieder zu reparieren. So. Okay. Erstmal will ich wieder was trinken. Dann Holz da, Fundament, um einen Fluss und einen Stock zu drücken, ist von Holzboden. Welche Etagen und Dächer kann ich in der Luft gebaut werden? Also bräuchten wir wahrscheinlich auch so eine Art Säule, um das Fundament zu halten. Ich habe schon mal eine Treppe gebaut, also. Du hast schon eine Treppe gebaut? Wo? Ja, ich wollte nur Planken jetzt noch. Wir wollen nur noch Planken jetzt eigentlich. Nur noch Planken? Ja. Wir wollen nur Planken, dann können wir ja alles bauen. Können wir alles bauen und die Welt beherrschen? Naja. Ja, genau. Vielleicht sollten wir erstmal schlafen gehen. Damit wir wieder ein bisschen was sehen können und dann sollten wir auch wieder die Segel setzen. Ja. Mach ich jetzt schon mal. Okay. Ich brauche Planken. Hast du Planken?
Ich habe nur noch zwei Planken. Ja. Oh, da hinten kommt Zeugs. Oh mein Gott. Okay. Mhm. Oh, da war ich zwei drinne. Nee, das sind Rüben. Warte mal, Moment. Wenn wir jetzt alles haben für die Suppe. Ja, stimmt. Ich mehr als genug, ne? Versuch's mal. Ich will nur unseren Stand der Rüben irgendwie erhöhen erstmal. Ich habe 15 Kartoffeln jetzt wieder. Warte, wir haben jetzt erst 4 Rüben. Lass lieber noch einen platzieren. Ja, aber erstmal brauchen wir frisches Wasser. Ich sehe mich da eben drum. Okay. Ja, Kunststoff. Planken. Nein. Nein. Das ist ein Vogel. Ich hab den verscheucht auszusehen. Nein. Verdammt. Planke. Noch mehr Planken. Ich brauche euch alle. Da ist ein Fass drin. Yes. Ich hab mehr Planken. Ja, ich bin auch dabei gerade. Kommen alle hier gerade. Nein. Okay. Oh, da kommt so viel Loot. So. Und den viel Kunststoff. Dann kann ich das jetzt hier bauen. Plankenzaun, Holzwand, Holzsäule, Holzdach, Holzboden. Holzboden. Floß im unteren Stockwerk. Nein. Holzboden. So, ich werde jetzt hier erstmal hier das Fundament hier wieder reparieren. Wie macht man denn hier ein Dach? Dach über den Kopf. Nein. Ich versuche ja noch herauszufinden. Hm. Ich will hier ein Dings bauen. Aber wie geht das? Da kommt so viel Zeugs. Ersetzen durch Holz, ersetzen durch Reed, ersetzen durch Massivholz. Wahrscheinlich mal Massivholz, damit die Haie da nicht so sofort wegknuspern können. Ja, ja. Das ist bestimmt so eine gute Sache, um die Haie besser zu töten. Ich will mal wissen, wie man das Ding platzieren kann, ne? Gib mir mal einen Kunststoff. Eins. Nein, gib mir das. So, ein Kunststoff, danke. Zweimal Kunststoff. Auch so viel Kunststoff. So, wenn ich jetzt wüsste, wie man das baut, ne? Hm. Dreieckiger Holzboden. Kann nicht in der Luft gebaut werden, ja, aber ich habe doch hier eine Treppe gebaut. Ah. Ja, ich glaube, wir brauchen halt, wir brauchen wahrscheinlich so eine Holzsäule, um das Fundament zu stärken. Weil ich glaube, die Physik will halt einfach nicht, dass man halt das halt mitten so in der Luft baut. Ja, deswegen habe ich ja extra so ein Ding hier gebaut, hier eine Treppe. Die Treppe wird aber nicht das gesamte Fundament halten können, weißt du, wie ich meine? Hm. Ja, diese Säulen sollen halt diese Stabilität dafür geben. Da steht auch extra für zusätzliche Etagen. Ja, deswegen meine ich ja. Dann machen wir mal so. Platziere dich. Unser Floß wird immer größer und größer und größer. Okay. Na, und ich, aber weißt du, was ich glaube? Dass wir sehr viele von diesen Holzsäulen brauchen. Brauchen, weil eine einzige Holzsäule wird natürlich nicht reichen, um das gesamte Fundament zu halten. Naja. Halten. Ich meine, ich bin kein Statiker, aber trotzdem. Ach, das ist ein Dekorationspaket.
Mal sehen, was drin ist. Ein Schrank. Das ist immer noch nicht hoch genug. Fordert mehr Höhe. Noch mehr Höhe? Warte, Moment. Daniro, sieh dir das an. Siehst du diesen Vogel, der hackbangt? Ja. Bang. Der ist immer noch am Hack. Wie ist der denn geflogen, ey? Hast du das gesehen? Der ist bei mir immer noch am Headbang hier. Der ist immer noch am Headbang bei mir, also. Also ich habe ihn gerade getötet. Geht also auch. Ich habe ihn abgeschossen, dann flog er vom Beet weg. Ist das dumm. Hm. Ich mache mir hier erstmal hier so ein bisschen Glibber hier wieder. Damit ich hier irgendwann hier auch mal anfangen kann, die Sauerstoffflasche zu machen. Damit ich besser die Unterwasserwelt erkunden kann. Dann, ey, noch mehr Rüben. Yes. Ich bin ja gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Warte, ich habe jetzt insgesamt 7 Rüben. Ich versuche mal so eine Suppe zu machen. Machen. Ah, fuck, wo sind die Kartoffeln jetzt hingekommen? Ah, hier habe ich sie. Nein, da sind sie. Oh Mann. Der Bau der zweiten Etage hat begonnen. Beginne mit dem Kochen. Ah, ich verstehe. Ja, aber wo kochen? Ich bin auch verhungert. Ich muss mal eben. Ich tu mal, Moment. 2 Kartoffeln. Warte, ich habe 2 Kartoffeln. Kartoffeln habe ich auch. Und rein damit. Okay. Kann ich die vielleicht essen? Ich bin auf Verhungern. Ja. Gerne doch. Kannst du gerne machen. Sobald es fertig ist. Mal sehen, ob es überhaupt funktioniert. Ich habe mich jetzt nämlich nicht dran gehalten. Ich habe da 2 Kartoffeln und 2 Rüben reingeschmissen. Hm. Warte mal, weil. Ach so! Oh, du musst 4 Kartoffeln und dann. Oder 4 Rüben, nehme ich mal an, ne? Nein. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also, man braucht beides davon. Ich glaube, das wird zusammen addiert. Ja, ich glaube, du brauchst entweder 4 davon oder 4 davon. Würde ich jetzt raten. Aber wie soll eine Gemüsesuppe entstehen, wenn du nur Kartoffeln da drin hast? Ja, geht doch gar nicht. Hallo, ich verliere schon AP. Oh, ich höre einen Vogel. Oh, Gemüsesuppe. Eine Brühe mit vielen gesunden Gemüsesorten. Na, a more complex situation, habe ich gerade bekommen als Achievement. Okay, so. Ich probiere mal meine Strategie. Ich habe jetzt 4 Kartoffeln da reingepackt. Und die haben mich jetzt halb geheilt. Halb geheilt. Ja. Aber du brauchst dafür so eine Tonschale, ne? Ja. Hast du noch eine oder wird die sofort aus? Die wird direkt verbraucht danach. Wo finde ich denn die? Irgendwo sind welche im Lager. Irgendwo sind noch 4 Stück. Ich meine, Alter, ich brauche für Ton. Ah, hier, ich hab noch welche. So, jetzt können wir aber gleich auch einen Schnitt machen. Wollte ich gerade sagen. Also vertieft mit der Etagenbau, ja. So, ich warte jetzt nur eben, bis die Suppe fertig ist. Aber dann versuche ich gleich mal was anderes. Macht das. Ich habe jetzt 4 Kartoffeln da reingepackt. Guck mal, ob das funktioniert. Ich halte es hier im Auge. Auge. Pick up Kartoffeln, sondern Gemüsesuppe. Hat wirklich funktioniert. Ja. Oh mein Gott, es hat gerade sogar mal meine Hungerleiste erweitert. Okay, ist das dieses gelbe Ding hier? Ja, warte mal, Moment mal. Ich brauche eine Angel. Ich muss erstmal wieder ein paar Fische fangen. Ja, irgendwie geht mein Hunger gar nicht mehr runter jetzt für eine Weile. Ja, also ich habe tatsächlich jetzt auch so einen gelben Strich. Nicht, meine Leiste ist tatsächlich für eine Weile erweitert. Aber die geht jetzt gerade runter. Oh, da meine große Insel sehe ich gerade.
Eine große Insel? Anhalten. Insel. Wo ist die Bremse? Ja. So, aber die gucken wir uns im nächsten Part an. Ja. Seid wieder mit dabei, wenn Master und Daniro wieder die sieben Weltmeere erkunden. Oder sowas in der Art. Ich sehe ja schon wieder einen Geier. Ja. Ja gut, okay. Daniro, hast du noch was zu sagen? Nein. Außer dass dann Geier ist. Oh nein. 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 Nein, 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 nein. Ich will kein Geier sehen. Nee, lass mich ja erstmal diese Kerze hier platzieren. Kerze. Ich habe einen Buntbarsch, den du da. Ja, wo ist der Buntbarsch jetzt? Oh nein. Ja, ich habe ihn da reingepackt. Auf dem Grill. Ja. Ja. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Prost. Ja. Ciao, ciao.